Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video, also vom ersten Video von mir. Ich habe mir gedacht, weil wer kennt die SCP Foundation und wer nicht, schreibt es mir in die Comments. Ich will euch heute vorstellen, wer bei der SCP Foundation alles arbeitet. So, Nummer 1 wäre der ganz normale Wissenschaftler. Sie sagen, ja, sie forschen die Sachen einfach. Also die, ja, die Kreaturen in der SCP Foundation. Oh, das ist eigentlich nichts mehr so viel. Dann wäre dann noch die Chaos Ensignary. Nein, Ding, der mit der Gasmaske, weiß nicht, wie der heißt. Der ist übrigens auch ein Wissenschaftler, etwas Ähnliches. Ah, ich glaube, er hat eine Waffe. Nee, eine Waffe hat er nicht. Ich glaube, die kommen, wenn ja, SCPs ausrasten, dann gibt es ja Blue-Laren, die putzen das irgendwie weg. Glaube ich. Dann gibt es MTF. Das ist eigentlich Mobile Task Force, heißt das. Denn die Mobile Task Force sorgt dafür, dass in der SCP Foundation nichts passiert. Genauso, sie sind bewaffnet mit einer PN90, Helme, Ausrüstung, haben hier weiße Kleidung, Schilder. Oh. Da wäre auch noch die SCP-Spezialist, das ist so etwas. Er hat eben nicht diese Rüstung, kein Helm, er hat eine Waffe, eine ganz normale Schusswaffe, Pistole. Sozusagen, ja, eine Pistole. Und er, ja, sorgt auch genau für. Einfach, er ist unauffälliger. Ne? Da weiß man nicht, ob er wirklich ein Spezialist ist. Dann kommen wir zum, wir auch nicht mehr, zum Feldjäger. Das ist etwas, ja, okay, ich sage den jetzt Feldjäger, weil der ist draußen bei der Foundation, Donnerhell von der Foundation, wo der Eingang ist. Sind die verteilt dort? Sie sind dort, also hier ist jetzt die SCP Foundation und sie sind alle hier verteilt auf dem Feld von der SCP Foundation. Damit sie einfach, ja, damit kein Mensch da hinkommt. Aber ich weiß nicht, wer jetzt wissen sollte, ob die SCP Foundation ist und die sind wirklich geheim. Und wenn sie aufgetarnt wird, dann soll sie noch strenger bewacht werden. Also werden Sicherheitszäune, Rampen schon. Und es wird Schilder geben, wo man erschossen, also Zonen, wo man erschossen werden kann. Und wer überlebt, wird dann einfach nochmal erschossen. Das war's von den mit. Nein, da gibt's noch. Ja, die normale Security ist auch mit einer PN90 unterwegs. Hat eine Schusswaffe, Schlagstock, kein Schild. Also hat eine Rüstung, hat kurze Ärmelwehchen, so etwas. Es können auch Frauen sein, hat ein Cappy, wo steht drauf Security, ne? Und ist auch gut bewaffnet. Ne? Dann wäre auch noch CGI. Die CGI sagt, also ist, ja, also, da gibt es noch Alpha 9. Die Alpha 9 ist, ja, eigentlich nur mit einer ganz leichten M461 ohne das Ding bewaffnet, ja, mit Schalldämpfer vielleicht. Und ist einfach Alpha 9, ne? Die haben wahrscheinlich eine so rote Kleidung, glaube ich. Ja. Auch nein, also Nine-Tailed Fox, das ist nicht eine Einheit, es sind mehrere Einheiten. Alpha 9, CGA, nee, CGA nicht. Doch, ich weiß nicht. Alpha 9, Alpha 7. MTF, also Nine-Tailed Fox ist eigentlich jede Einheit, die es in der SCP Foundation gibt. Aber die haben das so aufgeteilt. So, das war's bei diesem Video. Schreibt in die Comments, was ihr noch wissen wollt, denn ich kenne mich gut aus. Spaß. Okay.